Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem zweiten Teil meines Büchermonats März. Diesmal ohne Gips und nur noch mit einem Twin Tape, aber ja, es sieht gefühlt genauso schmerzhaft aus, wie es sich anfühlt. Also ja, Finger noch nicht ganz so, wie es sich die Ärzte und ich mir so vorgestellt haben, aber wir sind auf dem Weg der Besserung und besonders gut ist einfach, ja, dass der Gips ab ist und man jetzt langsam mit dem Handtraining so beginnen kann, aber ja, ich muss sagen, ohne Schmerzmittel gehen die Tage und Nächte noch nicht so richtig an mir vorbei. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So viel zum kleinen Update. Im ersten Teil des Büchermonats habe ich euch ja die ersten 5 Bücher des Monats vorgestellt. Heute kommen die nächsten 6. Insgesamt habe ich ja 11 Bücher gelesen mit knapp 4090 Seiten. Mal kurz spicken, was im Durchschnitt ja 132 Seiten am Tag ergeben hat, wo ich ja auch im ersten Teil schon gesagt habe, naja, so ganz kommt das nicht hin, wenn ich denke, dass ich 3 Tage Messe nicht wirklich viel gelesen oder gehört habe und auch die ersten 2 Tage, wo ich im Grunde krank war, eher nur gehört habe und nicht so richtig zum Buch gegriffen habe, weil ich mich da überhaupt nicht auf irgendwas konzentrieren konnte. Ich habe 4 echte Bücher gelesen, 3 E-Books und 4 Hörbücher. Also da ist zumindest die Challenge erreicht, dass ich mehr Digitales lese, höre als im echten Format. Das ist ja aber eher wichtig bei den Neuzugängen, nicht darum, um den Sub dann irgendwie abzubauen. Ja, ein bisschen Hörzeit gab es auch noch, nämlich fast 54 Stunden und ich hatte auch 2 Highlights in diesem Monat und keinen Flop, keinen Abbruch und bin bei einer Durchschnittsbewertung von 3,82 Sternen. Das sind ja so die Sterne, die ich bei Rido und oder auch Lovely Books vergebe, denn da geht es halt ohne Sternebewertung nicht. Ich persönlich bin da immer kein so echter Freund von, weil ich durchaus Genre technisch unterscheide. Also ein Highlight in der Fantasy ist für mich schon was anderes als ein Highlight zum Beispiel in einem Liebesroman, um das so ein bisschen zu unterscheiden. Ich packe euch den ersten Teil des Büchermonats unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und ich packe euch auch alle Bücher in die Infobox. Also da könnt ihr gerne auch auf den Link klicken und euch da umsehen und vielleicht den Klappentext nochmal lesen oder wie auch immer und euch ein Bild machen. Also wenn ihr da was wissen wollt, schaut auch da gerne vorbei. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mit den Büchern. Buch Nummer 6 ist ein Hörbuch, was ich euch hier einblende, und zwar Reiseziel Weltraum von Ulrich Walter. Ich bin auf Ulrich Walter aufmerksam geworden durch den Podcast von Erik Lorenz, durch den Weltwach-Podcast, und ich selbst bin ja schon seit Kindertagen ein großer Fan des Weltraums und ja, mein Traum war ja immer irgendwann mal auf dem Mond einen Kaffee zu trinken und die Erde zu sehen, und das wollte ich hier mit diesem Hörbuch mal so ein bisschen weiterspinnen. Was wird denn tatsächlich möglich sein? Das Hörbuch habe ich gehört bei BookBeat und wurde gesprochen von Stefan Kaminski und geht ein bisschen was über 4 Stunden, habe ich dementsprechend auch relativ schnell gehört. Also da war tatsächlich Hörzeit gar nicht so viel, was es gab, aber hat mir gut gefallen. Ich fand auch den Sprecher tatsächlich sehr gut, und auch wenn ich mich an Ulrich Walter über den Podcast so ein bisschen genähert habe, glaube ich, macht es einen Sprecher einfach nochmal anders, das geschriebene Wort vorzulesen, als es der Autor, der selbst erlebte, dann am Ende macht. Ja, Ulrich Walter ist Diplom-Physiker und Wissenschaftsastronaut, was ich super spannend fand. Und er war 1993 an Bord der Space Shuttle Orbiter Columbia und machte sich mit dieser eben auf den Weg ins All und ist seit über 20 Jahren auch weiterhin hier dann auch tätig und leitet den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Uni München. Ganz viele Notizen, die ich mir gemacht habe, das hätte ich mir alles nicht merken können. Ja, wir erfahren hier von ihm verschiedene Themen zum Weltraumreisen, also was das Weltraumreisen in der Vergangenheit anbetrifft, was natürlich auch die Zukunft bringen wird, wo wir gerade am jetzigen Stand sind. Es gibt Mythen über den Weltraum, mit denen er aufräumt. Also zum Beispiel, sieht man wirklich die chinesische Mauer? Ich kann so viel verraten, nein, eher nicht. Er bringt uns Fakten zum Weltraum und sieht und zeigt uns eben auch einfach, wie sich das Reisen verändert hat, wie es sich noch verändern wird, wie er das Gefühl hat, in welche Richtung das Reisen gehen wird und wie es dann tatsächlich in einigen Jahren oder gar Jahrzehnten aussehen wird. Er erklärt auch so ein bisschen diese Unterschiede des Suborbitalen, was wir ja zum Beispiel im Weltraumkampf von Branson, Bezos und Musk erleben, weil die drei ja doch auf ganz unterschiedliche Weise unterwegs sind, und gibt uns dann tatsächlich auch noch Tipps zu Flug- und auch Mondreisen, die
also mich manchmal schon sehr zum Schmunzeln gebracht haben und ich so das Gefühl habe, ich komme meinem Traum ein bisschen näher. Also wer weiß, ob das wirklich in den nächsten 10 Jahren klappt. Aber so den nächsten runden Geburtstag auf dem Mond feiern, ich meine, das ja, toppt dann gefühlt ja alles, was man irgendwie auf Erden gesehen und gehört und erlebt haben kann. Auch wenn es wahrscheinlich nicht sehr realistisch ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ein bisschen träumen darf man ja durchaus. Ich mochte das Hörbuch, das Buch sehr gerne, denn es hatte spannende Fakten zur Raumfahrtgeschichte und spannt eben auch schön die Brücke zwischen der Zukunft und eben auch der Vergangenheit und der Gegenwart und wie eben auch die Reisen zukünftig ins All aussehen können. Ich mochte die Erzählweise, die sehr locker war, sehr leicht war, wo wir wirklich Erfahrungen miterleben dürfen, wo er uns mitnimmt. Man muss natürlich ein gewisses Interesse am Weltraum haben. Ich glaube, sonst macht dieses ganze Hörbuch nicht so viel Sinn und wird eher langweilig, weil es doch auch ein bisschen was an Theorie hat, das aber doch recht locker und leicht auch verpackt ist. Vielleicht bietet es sich da an, einfach mal in den Weltwach-Podcast zu hören und da einfach zu schauen, ob einen diese Thematik anspricht. Ich konnte hier tatsächlich auch sehr mit dem leicht und verständlichen Theorieteil sehr viel anfangen. Ich mochte, dass es auch manchmal ein bisschen wissenschaftlicher war. Ich konnte da gut folgen. Ich nahm Erkenntnisse mit. Mir waren einige Dinge schon bekannt. Bei anderen Dingen habe ich neugierig und ja einfach interessiert auch zugehört. Es war sehr spannend verpackt und ich hatte in den über 4 Stunden keinen langweiligen Moment, muss ich ganz klar sagen. Es gab allerdings die ein oder andere Wiederholung, was ich ein bisschen schade fand, weil ich mir so dachte, wollte man einfach pro Kapitel oder Überschrift oder Thema trotzdem die gleichen Themen behandeln, weil sie gepasst haben, ist einem nicht aufgefallen, dass man manchmal was wiederholt hat. Fand ich ein bisschen schade und ich hätte einfach lieber noch mehr Erfahrungen und mehr von den Reisen gehört, als jetzt tatsächlich irgendwelche Doppelungen. Im haptischen Buch gibt es tatsächlich auch Bilder, die habe ich mir jetzt über das E-Book, konnte man so ein bisschen reingucken, wenn man in die Leseprobe geht, aber ich glaube, dass ich mir hier einfach nochmal das haptische Buch anschauen werde, mal in der Buchhandlung und dann einfach mal ansehen werde. Aber man findet, wenn man Ulrich Walter sucht, auch eine Website und ein Instagram, ich glaube es war Instagram, wenn es nicht Facebook war, ich bin mir gerade nicht mehr sicher und dementsprechend kann man da auch ein paar Bilder anschauen. Also für alle Raumfahrtbegeisterten definitiv ein Buch- oder Hörbuchtipp, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, die wenigen Wiederholungen, die ignorieren wir gekonnt, hätten aber natürlich, wenn es mehr Erfahrung gewesen wären, dann eben einfach vielleicht auch zum Highlight geführt. Aber so hat es mir gut gefallen und ich mochte auch wirklich die Mischung aus Erfahrungen, Wissenschaft, Technischem und das alles so in diesem lockeren und doch leicht verständlichen Stil hat Ulrich Walter wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann geht es weiter mit Buch Nummer 7 und das war ein englisches Buch, nämlich XOXO von Axio. Das ist das englische Buch, was ich aus dem Unpacking von Lisas Buchpaket genommen hatte. Das Buch war ja vor einiger Zeit in aller Munde. Die Autorin selbst ist in New York geboren, studierte dann koreanische Geschichte in San Diego und liebt eben all diese koreanischen Themen wie K-Pop, Animes, ihr wisst, was ich meine. Und lebt nun mit, ich glaube, 1 oder 2 Hunden in Las Vegas. Ja, ich habe schon Jenny von Letters and Life davon schwärmen sehen und ich glaube, danach ist es dann auch auf meiner Wunschliste gelandet und ich bin ja ein Freund von asiatischen Settings und fand es schön, dass wir hier dann auch mal so ein bisschen in diese K-Pop-Welt eingetaucht sind. Ja, wir sind hier mitten in dieser Welt unterwegs und treffen auf Jenny, die als Cello-Wunderkind gilt. Sie möchte unbedingt auf der bekannten Musikschule angenommen werden und trifft dann in der Karaoke-Bar ihres Onkels in L.A. auf einen geheimnisvollen Jungen, nämlich Jae-Woo. Ich hoffe, man spricht es so aus. Und dieser könnte allerdings ihren durch geplanten Zukunftsideen im Wege stehen und diese auch ganz schön durcheinander bringen. Denn die Nacht, die sie miteinander verbringen, ist ganz wunderbar mit ganz vielen spontanen und ja auch einfach unerwarteten Abenteuern. Und ja, er verschwindet dann allerdings am nächsten Tag und auch für die nächsten 3 Monate hört und sieht sie nichts von ihm. Sie reist dann allerdings zu ihrer Mutter nach Südkorea, was so ein bisschen gesundheitsbedingte ja, Gründe hatte und stellt dann aber fest, dass er nicht nur ja, an der gleichen Kunsthochschule studiert wie sie, sondern dass er auch Sänger der größten K-Pop-Band der Welt ist und was ihr eben den USA gar nicht so aufgefallen ist. Und ja, somit haben wir hier eine Love-Story in dieser koreanischen Welt und man kann wahrscheinlich damit rechnen, wie in welche Richtung es geht und wie es ausgeht. Es war eine sehr schöne Teenie-Liebesgeschichte, die mir
Ich glaube aber manchmal doch einfach zu kitschig war und auch einfach zu drüber war. Das muss ich ehrlich einfach so sagen. Es war unterhaltsam, es war modern, hatte für mich aber sehr wenig Korea. Ich glaube, es hätte auch in jedem anderen asiatischen Land irgendwie spielen können. Ich hätte mir ein bisschen mehr Korea-Einfluss gewünscht. Zum Schreibstil möchte ich sagen, dass der mir sehr gut gefallen hat. Ich mochte auch das aus dem Englischen gelesen. Ich glaube ja auch, dass sogar das Englische wird jetzt nicht übersetzt worden sein, weil wenn sie in den USA lebt, gucke ich aber nochmal genau. Also sie hat das auch im Englischen geschrieben. Von daher fand ich das Englisch wirklich sehr angenehm zu lesen. Man merkt, dass es ein Jugendbuch ist, dass es ein bisschen eine leichtere Sprache ist. Und ja, fand ich tatsächlich sehr angenehm. Also kann man sich mit einem als gutes Einstiegs-Englischbuch wahrscheinlich tatsächlich auch einfach mal rannehmen, wenn einem das Buch irgendwie anspricht. Also es war sehr flüssig, es wirkte sehr modern, es war auch nicht sehr ausschweifend, sondern es war schon der Zielgruppe für Teenager ausgelegt, wirklich in diesem Stil. Und das fand ich tatsächlich ganz gut, unterhaltsam und auch einfach passend. Es wirkte auf mich auch sehr authentisch, wenn ich auch das Treffen zu Beginn der beiden in einer Karaoke-Bar irgendwo in L.A. schon ein bisschen unrealistisch fand. Aber okay, ja, Zufälle gibt es, aber dennoch war es natürlich vorstellbar und auch wie es so eingeflochten wurde. Ich meine, na, sonst würde es ja gar keine spontanen Begegnungen geben. Ich hätte mir tatsächlich mehr Infos zu den Essensgerichten gewünscht. Denn die nehmen eigentlich einen großen Teil in dieser Geschichte ein, aber man bekommt nur wenige Infos, was hier konkret gegessen wird. Also man isst und isst und isst und man erfährt auch manchmal, was es für ein Gericht ist, aber mehr auch nicht. Ich hätte mir hier einfach ein bisschen mehr gewünscht. Ist aber natürlich wahrscheinlich der Zielgruppe geschuldet, die sich einfach für das Essen dann nicht so interessieren möchte. Ich mochte Jenny als Charakter tatsächlich sehr gerne. Auch ihre Entwicklung innerhalb der Geschichte gefiel mir richtig gut. Es waren auch tolle Überraschungen und Wendungen dabei, die ich ja einfach sehr gerne gelesen habe. Ich muss aber sagen, dass ich es schon ein bisschen schwierig fand, dass Jenny ja an der Elite-Schule unterwegs ist. Und was sie da auch einfach für großartige Leistungen ohne etwas zu tun erreicht. Ich fand, sie wirkte hier sehr übermenschlich. Sie wirkte, als könnte sie das einfach alles, ohne dass sie überhaupt lernt oder übt oder trainiert oder irgendwie was sich mit dem Unterricht beschäftigt. Und das, finde ich, zeigt doch ein bisschen ein falsches Bild. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil so einen jungen Menschen so als Übermensch ohne irgendwelche Probleme oder mal so kleinen Herausforderungen, das wirkte auf mich ein bisschen zu einfach und unrealistisch. Auch die Liebesgeschichte ging mir persönlich viel zu schnell. Es gab nur wenige Treffen und es war direkt die große Liebe. Und ja, man kann natürlich verliebt sein. Das funktioniert relativ schnell. Aber dass ich dann wirklich von der großen Liebe spreche, von großen Gefühlen und selbst in Teenie-Jahren war ich auch schon, ich sag mal, ein bisschen überschwänglicher. Aber irgendwie fühlte sich das viel, viel zu schnell an. Und das mag ich auch in, ich sag jetzt mal, Liebesgeschichten mit erwachseneren Charakteren nicht so. Weil ich finde, Liebe braucht einfach ein bisschen. Und wenn es auch einfach nur eine Handvoll Treffen ist, aber wenn eben zwei Leute schon beim zweiten Date sagen, du bist meine ganz große Liebe und das hält ewig. Und also finde ich ein bisschen schwierig, vor allem, weil das ja auch noch sehr junge Menschen sind. Also vom Verliebtsein, da können Sie gerne drüber sprechen, aber von der großen Liebe, das fand ich ein bisschen schwierig. Zudem hatte ich tatsächlich sehr wenig Korea vor Augen und mehr die USA, was ich sehr schade fand, weil ich natürlich gerade eigentlich nach Südkorea so ein bisschen einsteigen wollte, aber ja, gerade was auch die Freunde und die Familienklischees betrifft, fand ich das manchmal so ein bisschen schwierig, weil es war nicht sehr tiefgründig, es bleibt wirklich nur sehr an der Oberfläche, man taucht da nicht näher in die Bekanntschaften, Freundschaften, Nebencharakteren irgendwie ein. Das hätte ich mir einfach ein bisschen anders gewünscht, weil man kann das im Jugendbuch mit wenigen Sätzen ja auch einfach ergänzen. Was man allerdings sehr gut kennenlernt, ist dieses K-Pop, also dieses Korean Pop. Und ich habe tatsächlich dann auf Spotify da auch einfach mal so ein bisschen reingehört. Es hat mich jetzt nicht so direkt packen können, aber ich glaube, warum sollte es keinen Hype dazu geben? Ja, es ist nicht mein Ding, aber es begeistert ja wirklich viele Tausende im Internet, wenn man da auf YouTube sich die Videos dazu anguckt, der Bands, dann ist das wirklich Wahnsinn, positiv gemeint, was da drunter abgeht. Von daher nachvollziehbar, wenn auch nicht meins, aber ich bin, glaube ich, auch nicht ganz die Zielgruppe. Also für ein Jugendbuch, eine wirklich schöne Jugendliebesgeschichte, aber für mich dann doch ein bisschen oberflächlich und wenig tiefgründig, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Das achte Buch habe ich dann als
E-Book gelesen und blende es dementsprechend hier auch ein. Im Meer bin ich zu Hause von Natalie Pohl. Hat mich direkt angesprochen, wurde mir dann als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, denn ich liebe das Meer. Und wenn ihr schon länger auf meinem Kanal unterwegs seid, wisst ihr das auch. Ich bin ein großes Wasser- und Meerkind, egal ob auf dem Wasser, unter dem Wasser oder wo auch immer. Im Wasser fühle ich mich wirklich zu Hause. Und das hatte mich eben von Natalie Pohl auch sehr, sehr angesprochen. Denn als Kind entdeckt sie ihre Liebe zum Schwimmen. Erst natürlich im Urlaub, im Pool, dann im Meer. Und dann möchte sie eben die Oceans 7 erschwimmen. Es gibt ja viele Leute, die die sieben höchsten Berge auf jeweiligen Kontinenten ersteigen sozusagen. Also, es war jetzt kein gutes Deutsch, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Und das gibt es eben auch bei Schwimmern, denn hier schwimmt man eben durch die gefährlichsten Meerengen weltweit, also zum Beispiel der Ärmelkanal oder auch die neuseeländische Cookstraße. Wir haben hier Neuseeland, Irland, Marokko, Hawaii, Japan, England Richtung Frankreich und Los Angeles und haben dann eben die Oceans 7. Und ja, das habe ich natürlich aufgeschrieben, das hätte ich mir nicht merken können. Und sie erzählt uns eben ihre Geschichte, wie sie als Kind mit dem Schwimmen begonnen hat, wie sie das Trainingsleben wahrgenommen hat, wie viel sie trainiert hat, wie wenig Freizeit sie hatte, wie wenig Freunde außerhalb des Schwimmens sie eigentlich hatte, wie ihre Familie sich auch aufgeteilt hat. Der Vater war sozusagen für ihr Hobby zuständig, die Mutter für das ihrer Schwester. Dann kam auch noch das dritte Kind sozusagen, der Bruder, der zum Glück, glaube ich, nicht so irgendwie anspruchsvolle Hobbys hat. Und sie erzählt uns eben hier, wie das in der Familie war, mit Freunden war, wie das im Verein war, wann sie sich dazu entschlossen hat, eben aus diesen Becken auszusteigen und eben ins Meer zu gehen und dann eben Freiwasserschwimmerin zu werden. Und ich muss echt sagen, Chapeau, wow, was für eine mutige und auch motivierende Frau Natalie Pohl ist. Also da war ich wirklich begeistert, wie sie ihre Liebe zum Schwimmen, dem Wasser, dem Meer uns näher gebracht hat, wie sie das verbindet, wie sie auch das einfach erzählt, wie sie die Motivation genommen hat, was sie daraus auch für eine Kraft schöpft. Einfach Wahnsinn. Für mich wirklich ein Highlight. Der Stil war sehr leicht, sehr locker, er war interessant geschrieben. Ich finde, sie hatte ein gutes Erzähltempo, dass sie manches ein bisschen schneller erzählt hat, bei anderem durchaus auch ein bisschen tiefgründiger wurde. Das fand ich richtig gut. Es gab nicht zu viele Details in der Vergangenheit. Dafür hat sie eben wirklich bei wichtigen Meilenstein-Erlebnissen ein bisschen mehr ausgeholt. Das fand ich richtig gut gemacht, das fand ich sehr spannend und das hat eben auch so alles in ihrem Leben miteinander verbunden. Es ist sehr motivierend geschrieben, das hat mir wirklich auch richtig gut gefallen. Man kann sich die sehr junge, aber dann eben auch die erwachsenere Schwimmerin Natalie Pohl sehr gut vorstellen. Man spürt ihre Liebe zum Wasser, zum Meer, das verbindet uns beide im Grunde auch einfach. Und so habe ich einige Geschichten und auch Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle absolut nachvollziehen können. Also wenn sie ins Meer steigt, ins Wasser, wie sie das beschreibt, das sehe ich auch als Kind, die kleine Steffi noch vor mir und auch die heutige Steffi noch. Und das fand ich einfach richtig toll, denn man ist im Wasser, einfach in seiner eigenen Welt. Und bei mir war ja dieses Erlebnis gerade auch unter Wasser in der Taucherausrüstung zu gehen, einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und wie sie eben schreibt, diese Herausforderung, dieses Schwimmen, da durchzuhalten und was das mit einem macht, was auch dieser Konkurrenzdruck vielleicht irgendwie macht, fand ich einfach richtig, richtig toll gemacht. Ich fand es wahnsinnig mutig, dass sie als Frau und auch so junge Frau das so durchgezogen hat. Es gab so manche Situationen, die sehr brenzlig war und sie hat auch diese sehr gut gemeistert, daraus gelernt. Sie spricht auch vom Scheitern, aber dann eben auch vom Wiederaufstehen, Trainieren und Weitermachen und wie sie eben auch aus dem Scheitern, aus den Fehlern gelernt hat. Eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, die uns auch wirklich ungeschönt ihre Grenzen aufzeigt, ihre Herausforderungen, mit was sie da wirklich zu kämpfen hatte. Es war auch eine sehr emotionale Geschichte, die mich an mancher Stelle auch zu Tränen gerührt hat. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen rumrecherchiert, was diese Ocean 7 so sind, was man dafür tun sollte, müsste und in welchen Zeiträumen sich das abläuft. Also super spannendes Thema. Mir war gar nicht so bewusst, dass es da so eine Schwimmgemeinschaft gibt, aber ich fand das toll. Also ich mochte diese Liebe zum Wasser, zum Meer und auch das Schwimmen und das hat sie wirklich richtig, richtig toll gemacht. Also großartig erzählt, wirklich Chapeau und Hut ab. Das
war wirklich eine ganz besondere Geschichte und wirklich ein absolutes Highlight, wer hier einfach sowohl aus Erfahrungen als natürlich auch überhaupt mal etwas zu diesen Oceans 7 lesen möchte. Dieses Buch kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Dann kommen wir zum 9. Buch des Monats und ein Hörbuch, was ich euch auch hier einblenden werde, und zwar Das kleine Weingut in Frankreich von Julie Kaplan. Es ist bereits der 10. Band der Romantic Escapes Reihe und das nächste Buch, zumindest im Englischen, wird uns dann nach Italien bringen. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, wann es denn dann auch im Deutschen erscheinen wird. Gesprochen wird das Hörbuch von Hanna Baus und auch diese Sprecherin, ich glaube, die hat auch die letzten zwei Teile schon gelesen. Die mag ich, der höre ich gerne zu. Da habe ich überhaupt nichts zu meckern. Und ja, es ist der 10. Band. Ich habe alle 10 gehört und muss sagen, ich war hier ein bisschen kritisch, weil wir auf einem Weingut sind, es um Alkohol geht und wie das so ein bisschen eingeflochten wird und ob das ein großes Thema sein wird. Und war ein bisschen kritisch, aber ja, ich muss sagen, ich hätte es gar nicht so sein müssen. Ja, wir treffen auf die junge Eventmanagerin Hetty, die dringend eine neue Inspiration braucht, denn ja, sie hat ein gebrochenes Herzen, wie es ja sehr häufig in dieser Reihe ist, und hat auch einen Kopf voller Sorgen und müsste aber eigentlich lustige, fröhliche, spaßige Feste organisieren und dann bietet sich ihr die Möglichkeit, den Sommer über in Frankreich zu arbeiten. Sie packt dann also ihre Koffer und vermutet, dass sie da ganz oft die Sektkorken knallen lassen kann und dann ist sie eben auf einem Weingut in der Champagne und sie soll dort auch eine Hochzeit planen und ja, sie freut sich natürlich nicht nur auf den Wein und ihre Arbeit und die Sonne Frankreichs, sondern natürlich auf die ganze Kulinarik, die dort auf sie wartet und natürlich auch einfach auf das Sommerfeeling, was natürlich in Frankreich auf jeden Fall versprochen wird. Sie rechnet allerdings nicht mit Romantik und Liebe. Da muss man sagen, macht ihr aber der Sohn der Winzerfamilie auch einen kleinen Strich durch die Rechnung, denn Luke ist sehr charmant und er plant dann eben auch mit seinen Reben, die es jetzt auf diesem Weingut gibt, dann eben auch mal wieder Champagner zu produzieren. Aber so richtig ist das Weingut für Veranstaltungen noch nicht ganz vorbereitet und er ist auch noch ein bisschen kritisch, ob er das wirklich so möchte. Aber ja, beide versuchen dann trotzdem, sich ein bisschen anzunähern und Hetty versucht, ihn dann eben auch davon zu überzeugen. Ja, auch der 10. Band hat mir wieder richtig gut gefallen und er gehört für mich definitiv in die Riege relativ weit oben. Also ja, muss ich sagen, ich fand ihn wirklich richtig, richtig gut. Auch als Nicht-Weintrinkerin oder sehr selten Weintrinkerin fand ich Frankreich mit dem Weingut wirklich ganz toll. Es hat mich dahin entführt. Es war sprachlich locker, leicht, modern. Ich mochte auch hier die Dialoge, die geführt wurden. Ich fand es schön, dass wir hier ein bisschen bildhafter unterwegs waren, wir uns wirklich Frankreich, dieses Weingut, gut alles drumherum sehr gut vorstellen konnten, wirklich von der Reben Aussaat bis hin eben, jetzt wirst du Wein oder eben sogar ein Champagner. Auch die feinen kleinen Unterschiede, auch der Rest der Kulinarik hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was mir zum Beispiel in dem Kroatien-Buch sehr, sehr gefehlt hat, war hier definitiv wieder vorhanden. Wir hatten Frankreich, wir hatten Essen, wir hatten Trinken und wir hatten zum Glück eben nicht diesen Wein so im Vordergrund, dass es irgendwie ganz normal wäre, jeden Tag eine Flasche Wein zu trinken, was ich einfach kritisch gefunden hätte, denn Alkohol ist nun mal einfach die Alltagsdroge, die auch einfach angesehen ist und da fand ich es gut, dass man das nicht sehr ausschmückend getan hat, aber es dann wirklich eher als diesen Genussmoment gezeigt hat. Das hat so meiner Vorstellung, wie ich Wein konsumiere, eben auch ganz gut übereingestimmt und hat mir sehr gut gefallen. Was ein bisschen schade war und was dann auch eben so dazu führte, dass es nicht ganz ein Highlight wurde, waren so ein bisschen die Charaktere. Denn bis auf Hetty blieben alle auch so ein bisschen blass. Egal die Nebencharaktere, die Mitarbeiter, die Familie von Luke, auch Luke selbst, obwohl er ja auch so ein bisschen mit zum Hauptcharakter wird, war so ein bisschen blässlich. Also sie sind nicht so richtig zum Einsatz gekommen. Auch Hetties Entwicklung war eher so ein bisschen oberflächlicher Natur. Ich mochte das Zusammenspiel von beiden ganz gerne, aber irgendwie ist der Funke von beiden nicht so richtig auf mich übergesprungen, was wahrscheinlich auch einfach daran lag, ja, dass beide auch erst so miteinander ihre Probleme hatten und es dann auch einfach eine Spur zu schnell gegangen ist. Aber ja, es war okay, aber ich hätte mir einfach wieder ein bisschen stärkere Nebencharaktere gewünscht und einfach auch die Entwicklung von Hetty ein bisschen
tiefgründiger gezeichnet, dass man sich da in ihr so ein bisschen mehr hineinfühlen kann. Aber sonst eine wirklich schöne Geschichte, die Spaß gemacht hat, die mir Freude gebracht hat, die mich gut unterhalten hat und für ein Hörbuch einfach perfekt. Für mich funktionieren Wohlfühlromane ja meistens sowieso am besten zum Hören und so war es natürlich jetzt auch bei diesem Buch, beim 10. Band der Romantic Escapes Reihe, der uns eben nach Frankreich führte. Auch das 10. Buch ist ein E-Book, was ich euch hier einblenden werde und zwar Miss Moons höchstgeheim Club für ungewöhnliche Hexen von Sangu Mandana. Ein E-Book, das ich mir für 5 Euro, glaube ich, sehr günstig gekauft habe. Es war auch, glaube ich, früher erschienen, als es dann das haptische echte Buch herauskam. Das war auch kein gutes Deutsch, aber ja, was soll ich sagen? Das Cover hatte mich ursprünglich total angesprochen und es wirkte einfach so ein bisschen nach Cozy Fantasy, hatte auch so ein bisschen diesen Hinweis und ich bin ja jetzt auch dem Cozy Fantasy nicht so abgeneigt, auch wenn ich natürlich sehr gerne in High oder Urban Fantasy abtauche, aber auch dagegen habe ich natürlich nichts. Die Autorin selbst hat schon als Kind gerne Geschichten erzählt und hat dann eben auch mit dem Schreiben begonnen, lebt derzeit in England, was ich jetzt bei ihrem Namen vielleicht gar nicht so abgeleitet hätte, umso spannender finde ich es dann tatsächlich auch immer zu gucken, wo die Autorin ja so ein bisschen ihren Ursprung haben, von was sie sich vielleicht auch ein bisschen haben beeinflusst und ja, das fand ich hier auf jeden Fall auch spannend. Ja, wir treffen auf Mika Moon, sie ist Anfang 30, sie ist Single und sie ist eine Hexe auf YouTube. Sie hat ihren eigenen YouTube-Kanal, spricht zwar nicht direkt über ihre echte Hexerei, aber ihre magischen Fähigkeiten sind tatsächlich echt, auch wenn das nur geschultes menschliches Auge so rum erkennen kann. Seit ihrer Kindheit weiß sie, dass immer schreckliche Dinge geschehen, wenn zu viele Hexen an einem Ort sind und diese auch zu lange zusammen sind. Das beginnt im Grunde schon, sobald 2 Hexen zusammenwohnen, dann gibt es Chaos und irgendwas passiert. Dennoch nimmt sie dann das Angebot an, gleich 3 minderjährige Hexen auf einem Landgut in Nowhere House zu unterrichten. Sie wird angefragt von, ja, im Grunde all denen, die jetzt gerade für die Kinder arbeiten, beziehungsweise für die Mutter der Kinder, denn sie brauchen einfach Unterstützung, um diesen Hexenmädchen oder diesen Hexenkindern tatsächlich jetzt endlich ja ein bisschen auch was Magisches beizubringen. Denn die Kinder dort leben vor der Öffentlichkeit versteckt. Das schafft auch ein Zauber der Mutter, der Oberhexe dort, die eben dieses ganze Anwesen darunter versteckt hat. Und es ist tatsächlich eine sehr herausfordernde Aufgabe, die auf Mika wartet, aber sie findet dort natürlich auch neue Freunde, vielleicht auch eine neue Liebe und findet auch so ein bisschen heraus, wie es ist, eine Familie zu haben, denn das kennt sie tatsächlich nicht, da sie ihre Familie sehr früh verloren hat und eben auch von einer aufgezogen wurde. Ja, man merkt, jetzt lässt der Kopf so allmählich nach. Ja, es ist gemütliche Urban Fantasy, die wirklich sehr locker war mit tiefsinnigem Stil und auch sehr herzerwärmenden Charakteren. Es war magisch und wunderbar und die Unterhaltung hat mir wirklich sehr gut getan und mir Spaß gemacht. Es hat vielleicht so einen Hauch von Mr. Parnassus Heim für magisch begabte Kinder, wenn es auch so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber wir haben natürlich schon dieses Kinder, die vielleicht nicht so richtig irgendwo hingehören und auch sie selbst, also Mika, die da etwas findet, was sie gar nicht wusste, dass sie braucht und dass sie es sucht. Und das hat mir richtig gut gefallen. Es war Magie auch einfach mal anders. Ich habe irgendwo gelesen, oh, Harry Potter. Nein, also definitiv hat es überhaupt nichts mit Harry Potter zu tun. Sprachlich fand ich es sehr leicht. Ich fand es sehr locker. Ich mochte, dass es sehr unterhaltsam war, dass es eine schöne Erzählgeschwindigkeit hatte, dass es in vielen Bereichen sehr tiefgründig wurde, zum Beispiel in Bezug auf die Beziehungen, Freundschaften, auch auf die Familie. Dass es tatsächlich einige überraschende Twists gab, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, die ich sehr innovativ anders fand, die man sich wahrscheinlich in so einer normalen, gemütlichen, cozy Geschichte gar nicht so vorstellt, da sie dann eben wirklich Tiefgründigkeit und Emotionen mit hineinbringen. Und das hat mich richtig mitgenommen, gepackt und auch begeistert.
Ich finde es toll, dass es hier Lebenswege gibt und auch Arten, die hier total selbstverständlich sind. Also sei es die Single Mika, als eben auch ein verheiratetes, gleichgeschlechtliches Paar, dass das nicht zum Thema wurde, dass es wirklich selbstverständlich war, dass es sich eingeflochten hat in die Geschichte und überhaupt nicht den Fokus davon weggenommen hat oder zu sehr hingelenkt hat, sondern es sich wunderbar einfach eingebettet hat. Das fand ich richtig, richtig toll. Mir sind die Charaktere sehr ans Herz gewachsen. Es war tatsächlich richtig schön, es war wohlig, es war warm, das Zusammenwachsen mit zu beobachten, die Kinder zu erleben, wie sie sich nach der Zeit einfach geöffnet haben, was auch so hinter dieser ganzen Geschichte steckte. Und mein Problem war, glaube ich, nur an mancher Stelle, dass es doch ein bisschen lang an mancher Stelle war und manchmal so länger auf einem Fleck war, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Also ich glaube, so ein paar Seiten weniger, ein bisschen straffer gezogen hätte der Geschichte, der Spannung tatsächlich sehr gut getan. Das fand ich ein bisschen schade, aber sonst wäre es für mich wirklich ein ganz tolles Highlight geworden. Es hat mir auf jeden Fall viel, viel Spaß und gute Unterhaltung gebracht und ich habe die Geschichte wirklich richtig, richtig gerne gelesen und ja, mich da auch unterhalten lassen. Und das letzte und elfte Buch ist dann Unser Hof in der Bretagne von Regine Romper. Neuanfang zwischen Beeten, Bienen und Bretonen. Ja, ein Buch, das ich mir, glaube ich, mal gebraucht mit bestellt hatte. Und ich fand einfach diese Idee sehr spannend, dass hier ja ein Paar nach Frankreich umzieht und sich da dann eben dem Hofleben widmet. Und das erzählt uns Regine hier auch, wie sie eben zusammen mit ihrem Freund Anton die Jobs kündigen, ihre Wohnungen verkaufen und dann eben in die Bretagne gezogen sind. Ja, das Ziel ursprünglich war, sich dort selbst zu versorgen, den Sinn des Lebens zu finden und einfach im Einklang mit Natur und Tieren zu leben. Ja, sie erzählt hier vom ersten Jahr in Frankreich, dass sie ganz ohne Sprachkenntnisse und auch ohne irgendwelche Erfahrungen mit einem Hof oder der Landwirtschaft, was sie hier erbaut haben, erarbeitet haben. Und ja, sie erzählt uns eben von der Unzufriedenheit. Gerade im ersten Drittel geht es ja um die Unzufriedenheit in Deutschland, dem Leben in Berlin. Das fand ich sehr gut gezeichnet, in welches Hamsterrad man so hineinkommt, welchen Stress man hat, dass man immer nach der Suche nach einem anderen Leben ist und dass einen das eben nicht ruhen und ankommen lässt. Und das erste Drittel war definitiv auch das, was mich am meisten begeistert hat, was wirklich mich hineingezogen hat, was nachvollziehbar war und wo eben auch verständlich war, warum sie das alles hinter sich lassen. In Frankreich, ja, erfahren wir dann doch ein wenig was zum Land. Hätte ich mir vielleicht auch eine Spur mehr gewünscht. Wir erfahren aber natürlich auch was zu dem Hof, den sie sich gekauft haben. Aber man muss sagen, die beiden bleiben schon sehr auch unter sich. Und das ist natürlich irgendwie der Vor- und der Nachteil, wenn man irgendwie zu zweit Minimum unterwegs ist, dass man schon ein kleines Grüppchen bildet. Beziehungsweise wenden sie sich dann auch an so eine Auswanderer-Community und auch da bleibt man gefühlt irgendwie unter sich. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mir immer wünsche, wenn ich ins Ausland gehe, auch wenn es für einen Reise oder einen Urlaub ist und ich dort länger bin, dass ich da auch mit Einheimischen in Kontakt komme, um zu erleben, wie ist das Land, wie nimmt das die Menschheit dort wahr, wie empfinden Menschen es, wenn ihr Land ein Touristenland ist und so weiter. Und ich, wenn irgendwann mal auswandere, was ja ein Ziel von mir ist oder ein Wunsch, dann würde ich mir schon wünschen, da mehr mit den Locals vor Ort auch einfach in Kontakt zu kommen. Das fand ich hier wirklich sehr schade. Zudem muss ich echt sagen, oh, ich kann diese Menschen nicht so, ja, nehmen, wie sie sind. Ich bin da, glaube ich, einfach nicht tolerant genug, die so naiv und blauäugig einfach in ein anderes Land gehen. Ohne Sprache, sei es auch, dass sie der englischen Sprache gerade so mächtig sind, keine Ahnung von Landwirtschaft, sie nehmen alles total selbstverständlich und das ist natürlich bewundernswert und auch beneidenswert, aber ich finde das, also ich kann da immer nur mit dem Kopf schütteln und dann passieren Dinge. Und wo ich so denke, denk doch einfach mal einen Moment drüber nach. Nein. Zudem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo eigentlich so die Einnahmen hergekommen sind, die sie hier bekommen haben. Wenn sie so behaupten, sie hatten keine Erfahrungen, dann wird es auch einfach schwierig, irgendwie was einzunehmen, was zu verkaufen und ohne die Sprache vor Ort. Ich fand es ein bisschen. Ja, also so toll ich das erste Drittel in Deutschland fand, so schwierig fand ich die anderen zwei Drittel sozusagen, die einfach für mich nicht realistisch waren und mich wirklich sehr häufig zum Kopfschütteln gebracht haben. Die Darstellung vom Fleischkonsum war natürlich zu erwarten.
Ich möchte das hier aber gar nicht so thematisieren, weil ich mir hier eben, ich sag mal, als Fast-Veganerin doch ein bisschen schwer tue. Allerdings, ja, macht es mir die Autorin auch nicht unbedingt so einfach, wenn sie eben kritisch an Veganer und Vegetarier ihre Worte richtet. Und ich das sehr schwierig finde, denn von mir wird ja auch Toleranz erwartet und so wünsche ich mir das von der anderen fleischessenden Seite halt einfach auch. Aber ja, ich glaube, das hat sie für mich einfach müh unsympathischer gemacht. Aber ich fand es sowieso einfach sehr blauäugig und merkwürdig und nicht immer ganz stimmig. Auch wenn der Stil absolut okay war, es war leicht, wir haben ein bisschen was von Frankreich mitbekommen, aber über die Naivität und auch was sie da erfahren und das Bild, wie sie sich ihr Leben vorstellen und wie dann auch alles irgendwie klappt oder auch nicht, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie nicht so stimmig. Also leider keine Empfehlung, es war okay. Ich habe es auch relativ schnell, weil es auch sehr dünn ist, durchgelesen gehabt. Es gibt auch ein paar Bilder natürlich oh, das geht nicht, zum Hof. Also von daher, man kann sich da auch ein kleines Bild davon machen. Aber es ja, war jetzt nicht so meine Geschichte. Auch wenn ich sage, eine Lebensgeschichte zu beurteilen, ist halt tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig. Aber ja, so hat dann das ja, Ende des Lesemonats nicht ganz so berauschend aufgehört, aber es waren ja dennoch zwei Highlights im März, was auf jeden Fall gut war. Und wie gesagt, guckt auch gerne den ersten Teil des Büchermonats, er ist unten auch verlinkt, wenn ihr die fünf ersten Bücher sehen wollt. Und das war jetzt der Büchermonat März mit seinen sechs ja, zweithälftigen Büchern sozusagen. Vielleicht kanntet ihr ja auch die eins dieser Bücher und lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Was war euer Highlight oder vielleicht auch ein Flop im März bei euch? Schreibt es auch super gerne in die Kommentare. Bewahrt uns anderen bei Flops gerne davor, dass wir vielleicht in die gleiche Falle tippen, wenn ihr da etwas habt. Und jetzt sind wir ja auch schon mitten im April und ich freue mich auf all die Bücher, die jetzt noch so auch im April kommen. Könnt mir natürlich auch gerne schreiben, was ihr aktuell liest und wie ihr es findet. Also da können wir natürlich auch gerne in den Austausch gehen. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.